Ja, hallo liebe Leute und wieder eine Folge Fishing Planet. Heute am Mudwater River in Missouri. Und es geht um den Forellenbarsch. Und zwar gehen wir hier an diesen Spot. Das Ganze mache ich mit der Ausrüstung. Na. So, das ist die Chickwinner 270. Die Aspira ML 3000. Schnur ist die Mono 03. Und als Köder den Casting Spoon 14 Gramm Raute 2.0. Jo. Und dann gehen wir mal angeln. Ja, gehen wir hier an diesen Spot. Von da kommen wir. Spawnen wir und dann gehen wir einfach hier runter an den See oder Fluss. Das ist glaube ich ein Fluss hier. Und dann schmeißen wir hier nach links raus. Das Ganze dann mache ich hier mit Tempo 1. Stop and go. Das war ein Tick zu weit. Aber okay, gehen noch. Da haben wir schon mal einen Fehlbiss. Kommt auch vor. Das sind dann auch meistens kleine, junge Forellenbarsche oder eventuell auch Crappies, die sich da am Köder vertun, der viel zu groß für sie ist. Ja, will wohl nichts beißen im Moment. Dann probieren wir mal einen anderen Platz. Mal da drüben. Können wir dann noch fast voll auswerfen.
Ist wieder merkwürdig. Sobald ich die Aufnahme starte, beißen keine Fische mehr. Ich habe hier vor der Aufnahme Forellenbarsche gefangen. Kann ich euch auch gleich zeigen. Sind ja im Kescher. Blick. Ne, zwei Stück vor der Aufnahme gefangen. Ziemlich zügig hintereinander auch. Dann starte ich die Aufnahme und dann beißt nichts mehr. Gut, Tempo 1 wollen Sie im Moment nicht beißen. Versuchen wir es mal mit Tempo 2. Aha. Besser spät als nie. Da haben wir den ersten Kandidaten. Ja, auch ganz beachtlich für das Gewässer hier. Knapp ein Kilo. Noch kein Trophy. Aber schon ein großer Normaler. Im Moment beißen sie auf Tempo 2 besser. Eben vor der Aufnahme haben sie noch auf Tempo 1 besser gebissen. Nochmal 10 Gramm schwerer als der davor.
Tritt weiter nach vorne. Kommen wir besser auf die Seite rüber. Wir probieren es nochmal von da. Ups, das war ein Tick zu weit. So ist besser. Der braucht länger zum Absinken als gewohnt. Und jetzt will er wieder nicht hochkommen. Muss ich doch wieder auf Tempo 2 gehen. Dann kommt er wieder zu schnell hoch. Also erst klebt er am Boden und wenn er dann ein bisschen weg ist vom Boden, dann schießt er nach oben. Also da müssen sie auch noch was ändern. Das ist blöde programmiert so. Nach meinem Erachten. Kann man ja kaum führen, den Köder. Entweder ein Trophy-Forellenbarsch oder ein Karlhecht. Oder. Ne, doch nicht. Nur 846 Gramm und geht so in die Bremse. Aha. Habe ich auch noch nicht gehabt. Na, Philbis war der Kandidat zu klein für den Haken. Eine Pause einlegen. Dass es auch Stellen gibt, wo der einfach nicht mit dem Arsch hochkommt, der Köder. Völliger Blödsinn. Selbst wenn man mit Tempo 2 dann noch die rechte Maustaste reißt, irgendwie. Kommt einfach nicht hoch mit dem Arsch. Seit dem vorletzten Update, als wir es eingeführt haben mit der anderen Köderführung, auch das Absinken und Aufsteigen des Köders. Seitdem ist das so unrealistisch irgendwie. Kaum noch eine vernünftige Köderführung mehr möglich. Da kommt er wieder nicht hoch mit dem Arsch. Dann kommt er wieder zu hoch. Noch ein 800er, ja, zwei 900er, zwei 800er. Jetzt fehlt nur noch ein Trophy.
wie ein Filbis. Pause. Kommt auch wieder nicht richtig hoch. Und dann wieder rast er nach oben, wie nichts Gutes. Obwohl ich auch nur kurz einmal anklicke, die linke Maustaste. Ganz komische Köderführung hier teilweise. Ja, jetzt habe ich wieder ein Unkraut gefangen. Das haben sie jetzt auch neu eingeführt hier, dass man Stiefel und Unkraut und so ein Blödsinn fängt. Und das dann meistens kurz nach dem Auswurf so auf 50, 60 Meter, dass man erstmal eine halbe Stunde einkurbeln muss, um den Blödsinn rauszuholen. Ja, so eine Schale behalten wir mal, gucken, was man damit anfangen kann. Vielleicht kann man die als Köder benutzen. Auf Tempo 1 bin ich. Wow. Und sinkt kaum ab, Emmy. Jetzt kommt er wieder nicht hoch mit dem Arsch. Und dann geht's aber mal wieder. Und dann wieder nicht. Muss man wieder mit der rechten Taste nachhelfen, damit er überhaupt hochkommt. Und dann geht's plötzlich wieder. Und dann geht er wieder viel zu hoch. So will ich ihn gar nicht haben. Bis. Ach, wisst ihr was? Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Man fängt ja auf jeden Fall so auch Trophys. Könnt auch mal nach da raus schmeißen, da fängt man auch ab und zu mal ein. Aber am meisten sind sie hier auf dieser Seite. Schilf lang und da drüben. Jo, und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim nächsten Turnier. Am 12.06. geht das los. Mit Michigan Schwarzbarsch, dann am 13. ist in Florida mit Forellenbarsch und am 14. hier auch mit Forellenbarsch. Jo, für alle drei habe ich jetzt Videos gemacht, für alle drei Qualifikationsstandorte. Könnt ihr euch dann ja angucken, falls ihr nicht Bescheid wisst. Und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Turnier. Tschüss.